Der Internationale Weltfrauentag erinnert uns jährlich daran, dass wir für die Gleichberechtigung zwar schon einen Weg gegangen sind, aber noch einen weiten Weg vor uns haben. Er erinnert uns daran, dass das Wichtigste für die Gleichberechtigung die Selbstbestimmung der Frau ist. Dass jede Frau, jedes Mädchen den Beruf ergreifen kann, den sie möchte. Dass jede Frau, jedes Mädchen frei und unabhängig, finanziell unabhängig auch Entscheidungen treffen kann. Der Weltfrauentag zeigt uns, dass wir als Gesellschaft nur einen langen Weg vor uns haben hinsichtlich der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Aber zugleich müssen insbesondere wir Frauen Inspiration, Mutmacherinnen und gleichzeitig Rückhalt sein, damit uns eine großartige Zukunft auch bevorsteht. Der Weltfrauentag wurde ja eigentlich eingeführt, vor allem im Kampf um das Wahlrecht. Und das soll uns daran erinnern, dass wir zwar schon gleiche Rechte haben, aber es noch ein bisschen dauert, bis wir wirklich tatsächlich gleichgestellt werden. Und der Weltfrauentag, finde ich, sollte das immer wieder auch betonen, dass es eben nicht nur um die faktische Gleichstellung geht und um die rechtliche, sondern eben auch ganz inhaltlich um die tatsächliche Gleichstellung. Für mich bedeutet der Weltfrauentag, dass ich die Frauen in meiner Umgebung unterstütze, sie supporte, wenn sie Hilfe brauchen und ihr Selbstbewusstsein so gut es geht stärke. Der Weltfrauentag ist für mich in erster Linie ein Symbol, ein wichtiges Zeichen. Ich freue mich, eine Frau zu sein und ich finde, wir sind so toll und wir sind noch immer nicht da an dem Platz, an dem wir eigentlich stehen sollten. Ich bin eine Frau. Ich freue mich jedes Jahr auf diesen Tag. Wir sind präsent. Wir leisten sehr, sehr viel, das noch immer unterbewertet wird. Frauen, bleibt stark. Wir sind da. Der Weltfrauentag ist für mich ein Tag, der Bewusstsein schaffen soll. Bewusstsein, dass es darum geht, alte Stereotypen und Strukturen aufzubrechen. Der Weltfrauentag heute hat vor allem bei mir ein großes Sprichwort geweckt, das meine Großmutter, selbst ein Kind des Zweiten Weltkrieges, zu mir einmal gesagt hat, nämlich eine Frau ist dafür verantwortlich, drei Tischecken zu halten und nicht nur eine. Und im Hinblick dessen, was diese Frauen derzeit auf der Flucht von der Ukraine in ein sicheres Land durchmachen, ist dieser Spruch präsenter denn je. In diesem Jahr erinnert er uns im Speziellen daran, dass Freiheit und Sicherheit auch in Europa, auch in unserer unmittelbaren Nachbarschaft für Frauen und ihre Kinder nicht selbstverständlich ist. Wir durften das Privileg eines friedvollen Europas leben und wir sehen jetzt vor den Toren der Europäischen Union einen Krieg. Wir sehen, dass es wieder vor allem die Frauen und die Kinder sind, die Unglaubliches leisten müssen, weil die Männer in den Krieg gezogen sind. Dinge, die wir geglaubt haben, nur mehr in den Geschichtsbüchern zu sehen. Daher möchte ich heute an alle appellieren, seien wir respektvoll. Dem gegenüber, was wir noch erreichen wollen, aber auch dem gegenüber, was wir schon geschafft haben. Und vor allem den Frauen gegenüber, die vor Krieg, Vertreibung und Verfolgung flüchten müssen. Arbeiten wir gemeinsam an diesem heurigen Weltfrauentag am Frieden, im Kleinen wie im Großen.